Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 3. Hier, Blood and Wine. Sind hier noch an diesem. Das beste Mittel gegen das. Ja, diese Festung, diese ein Ja, bisschen dieser ruinöse Festungsruine. Festung. Ja, genau. Ja. Und wollen jetzt den nächsten Auftrag für den Kämmerer erledigen. Geralt hat inzwischen abgelegt. Hat wieder ein bisschen Platz. Kann wieder Sachen mitnehmen. Alles, was nicht Ja. nied- und nagelfest ist. Ja, jetzt muss ich nicht wieder so genau aufpassen. Plätze nicht neben der Brücke. Das hast du jetzt gesagt. Das war jetzt haarscharf. Oh, das war aber Oh, haarscharf. das war echt Plätze haarscharf. mag's gefährlich, ja? Naja, ich würde eher sagen, wenn wir ja wissen, das schaffst du ja auch Nee, alleine nee, ohne ich lasse sie Plätze. jetzt frei auf dem Weg laufen. Also ich lenke gar nicht. Gut. Das ist Plätze, die hier. Ein Ritter in Not, da müssen wir uns beeilen, sonst ist der tot. Ja. Na los. Ist das hier? Fahrender Ritter. Oh, nix hier hin. Gerard, was machst du denn? Hey. Achso, glaube ich nicht. Nee, Ich habe das sowas noch nie Gerald. erlebt. Der ist schon tot, bist du da bist. Dann tut es uns leid. Mensch, Gerald, wie Hast du kann man heute nur gut? so sich da aufhängen? Also ehrlich. Du hast mir das Leben gerettet. Ach, Das vergesse ich dir das nicht. ist immer so schwer. Also das ist so. Man muss ja wirklich schnell sein. Ja, was hast denn du da für ein gutes Stück verbracht? Das war jetzt schon mal eine richtige Er hat sich Meisterleistung. verheddert. Er ist mal wieder auf der Stelle gelaufen. Ah, Philiberts Anweisung. Ach, Ja. guck mal. Philibert ist tot, aber die Anweisung gibt es natürlich noch. So. Dann müssen wir mal lesen. Und was steht drauf? Aha. Ja. Das haben wir schon mal gelesen. Sagt er bei allen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, Er das mag hat man Ritter schon. nicht. Hopp, Ja, das war so jetzt aber ungefähr. ein Gerald hübscher ist auf der Sprung. Stelle gelaufen, Ja. deswegen dachte ich, lass ihn mal springen. Aber was macht er? Er springt gleich Ja, den gut, das macht ja das Mauervorsprung Gleiche, hoch. was die anderen auch gemacht haben. Er hängt da rum und betet wahrscheinlich, oder was macht er? Was macht er? Ja, das habe ich mich schon x und Kannst du mal zeigen? 99 Ach, Mal egal. gefragt. Halt. Nee. Das Ich machst du ja dachte, wahrscheinlich da wieder um wäre so was was Rotes. Lustiges. So, guck mal. Ich will immer. Und außerdem ist Ja, da eine irgendwie. Truhe. Bitte, Ja. was machst du? Räubert er den Ja. einen aus oder was? Keine Ahnung. Schon komisch. Ich weiß auch nicht, was die hier machen. Die kratzen im Boden. Ich weiß auch nicht, was die da auskratzen wollen. Was sie sich gedacht haben, die Spielemacher, was Och, sie da machen Gabriel. sollen. Aber hier irgendwas? Können wir mal gucken, hä? Tja, Ach, selber schuld. Gerald und die Treppen. Oh, hübsch. Ja, doch. Grüngold kenne ich gar Das nicht. ist doch gar nicht so übel. Guck mal, hier gucken zwei Beine Ja. raus. Ich dachte, er will die Beine mitnehmen. Ja, habe ich auch gedacht. Noch irgendwas? Geht's hier irgendwo hin? Nö. Nö. Stößt sie nur den Kopf. Ja. Das ist alles, was hier passiert. Na gut. Auf zum nächsten. Genau. Tschüss, Herr Ritter, kratz schön. Das war lustig. Ja, ich weiß auch nicht, was die da immer im Boden rumkratzen. Ja, das ist der Dritte, der das macht. Ja, die machen das wohl Also alle alle, die wir so. gesehen haben bisher, befreit So. haben. Hier ist der nächste, da haben wir ja noch ein Fragezeichen unterwegs. Ja, können wir auch machen. Ja. Wo sind wir? Da sind wir. Ja. Ja. Einfach nach Süden. Blätter. Ah ja, eigentlich hätte es da bleiben können. Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Egal.
ne? Nee, also hier sieht es ein bisschen steil aus. Nehmen wir den rechten oder? Nee, ich habe nur überlegt, ob ich den rechten oder den linken Weg nehme. Ich glaube, ich nehme den rechten. Meinst du? Hä? Krieg die Entscheidung heute noch fertig? Hast du ja gerade getroffen. Na ja. Du bist nicht ganz sicher. Ob die so richtig war, weiß ich auch nicht. Ja gut, das weiß man nicht. Auf der großen Karte sieht man es oft besser. Schlecht aus. Oh, langsam. Guck mal. Dieser Steinbruch. Ja, was ist das? Neues Ding, steckt drin. Schneller. Oder ist es hier die Sache mit dem Majoran? So ist gut. Dann kann ich gar nicht lesen vom Pferd. Vom Pferd aus geht's nicht. Warum nicht? Nein, das weiß ich ja auch nicht. Ach. Generalprokurator kündigt an. Ach so. Ach so, ja. Ja, gut, okay, das freut uns. Mhm. Aber wir wissen es ja schon. Ja, die drei Weingüter wurden zusammengelegt, das wissen wir. Komm schon, Plätze. Ist das unser Fragezeichen? Hm? Oder was? Los, lauf! Was willst du denn? Ich guck nur mal. Ja, das würde ich aber auch sagen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir da nicht unbedingt hinwollen, oder? Ja, nee, da kann man ganz schlecht reiten. Nee, da reiten wir lieber außen rum. Du bist falsch geritten, oder? Bist du richtig geritten? Hm? Wir wollten doch eigentlich in den Süden runter, oder? Ja. Bist du da nicht irgendwo so ein bisschen daneben geritten? Ja, das war eben die schwierige Entscheidung. Ja, da hättest du auf die große Karte gucken müssen, aber hättest du die Entscheidung vielleicht eine richtige Entscheidung. Ja, aber es ist in Ordnung so. Ja. Reit mal hier auf der Hauptstraße, dann geht das. Komm, auf der großen Karte finde ich es irgendwie für mich besser zu sehen, weil mehr Überblick ist. Klar. Meine Kleine hilft nicht besonders. Es sei denn, man sucht speziell irgendwas und ist in der Nähe. Mach langsam. Ja. Und die nächste wieder rechts. Mhm. Korrekt. Genau. Ja, ist doch ein Eckchen weg. Langsam. Ah ja, hier waren wir langsam. Schon. Langsam. Lauf, Plätze! Das müsste die hier sein. Ja, bist du sicher? Lustiger Weg. Ich kann ja nur mal auf die Karte gucken. Sieht aus wie so ein Sumpfgebiet. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Ja. Und immer links halten. Ja, los, passt's. Lauf! Genau. Ja, es sind diese Bohlen. Ja. Trockengelegtes Sumpfgebiet. Ja, genau. Ja. Nicht so schnell, Plätze. Ja, wir müssen nämlich jetzt hier lang. Mhm. Ja, ist schon irgendwie toll. Man denkt irgendwie, dass man da selbst lang. Also, ja, so. Ja, man fühlt sich da, als ob man wirklich unterwegs ist. Ja. Ja, ich könnte jetzt hier so ein Stündchen oder zwei langsamer weiterreiten. Aha. Ist das Anwesen, sag mal, wovon der geschrieben hat? Der Vierfinger irgendwie, wo sein Feind war? Also sein vermeintlicher Feind? Könnte sein. Wir gehen mal gucken. Ja. Auf jeden Fall ist das unser Fragezeichen. Ja. Hier ist ein versteckter Schatz. Der Schatz ist hier. Hm. Könnten natürlich auch böse Geister sein. Oder so. Mein wird die Rache sein. In diesem oder in dem. Ja, dachte ich. Gespenstischer Ritter. Mit Leben hallen durch die Ewigkeit. Feuer, das ist ein schlimmer Typ. Ja. Geisteröl wäre auch nicht schlecht. Stimmt. Oh nee, jetzt ist aber sowieso schon gleich tot. Ja, das ist ein harter Brocken. Also es sieht jedenfalls so aus, als ob es nicht mehr so richtig lange dauern würde.
Ja, ich bin auch etwas lahm im Moment, muss ich gestehen. Warum bist du lahm eigentlich? Oh, keine Ahnung. Verpennt. Aha. Na, was kannst du dir nicht leisten? Da ist der Öl. Tja, eine Schwalbe. Okay, weiter geht's. Ich hab gesagt, eine Schwalbe. Die könntest du gut brauchen. Der kommt da nicht dran vorbei, du. Das ist gut. Ja. Ich muss mich nämlich jetzt ein bisschen erholen. Ja. Ein bisschen Wasser trinken. Ich bin Maximus Nonius Macrinus. Ja, genau, das ist Maximus. Das ist der, den er umgebracht hat und dessen Familie er auch. Also er hat es ja nicht selbst gemacht, er hat ihn umbringen lassen durch die anderen. Okay, so ging es doch gut. Mhm. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Ja. Und ein bisschen Öl aufs Messer packen. So ist es. Das hilft. Okay. Gucken wir doch mal. Oh. Nette Sachen gibt's hier. Das wird ja wohl nicht der einzige Geist gewesen sein, wenn die ganze Familie ausgerottet wurde. Tja. Oder? Erst gucken wir uns mal den Schatz an. Also guck mal das Rote an. Ja, das meinte ich. Ist doch kein Schatz. Ist eine Leiche. Ja, genau. Kein Schlüssel. Nee, ist ja auch eine Notiz von diesem... Jetzt bin ich enttäuscht. Von einem dieser Handlanger. Das ist doch schön, wenn der Beruf Freude macht. Er war noch im Nachteil, hat gar nicht damit gerechnet. Oh, das ist eine Schweinerei, ne? Im Gegenteil, er war eigentlich in Ordnung, der Typ. Das weiß er gerade. Weiter bis oder Tja, ich würde mal sagen, dass der Geist ihn wohl umgebracht hat. Tja, und das ist gut so. Genau, das ist nicht schade um ihn. Eine Turnierrüstung, na gut. Waffenreparatur sind es immer gut. Spart Geld. Ja. Ich habe gerade vorhin über 1000 ausgegeben, um meine Sachen reparieren zu lassen. So, jetzt, was sagt ihr, da stand doch auch drin... wo wir das finden? Irgendwo ist ein versteckter Hebel oder sowas. Ja, genau. War das im Haus drin? Nee, das musst du jetzt nicht alles mitnehmen. Das muss man nicht. Oh, auch nicht. Obwohl, den Färber könnte man mitnehmen. Können wir vielleicht mal brauchen. Dann gehen wir mal rein, ne? Ja. So. Ihr nehmt doch nicht alles. Tja. Mann. Was machst du denn? Das finde ich dich erschreckt. Sag mal, Gerald. Ich mich auch. Hier ist nichts. Mir ist die Küche hier. Da kommst du wahrscheinlich wieder raus. Auf der anderen Seite, die Hintertür. Meine Blumen können ja praktisch sein.
Aber ja, er hat gesehen habe ich hier nicht. Nee, dann liest er nochmal nach. Er hat nämlich gesagt, wo man das findet, was man machen muss. Ja, ich habe hier einen Suchkreis. Ach gut, ist ja auch nicht schlecht. Ja, mal hier hin, genau. Bist wohl auch eher im Haus. Nee, bist ja aus dem Suchkreis raus. Nein, nein, dann ist es nicht hier. Nee, nee. Jetzt bin ich wieder drin. Und es ist draußen. Man verlässt sich auch immer so drauf, dass es irgendwie rot schimmert dann. Ja. Ja, ja, wir haben schon festgestellt, dass das nicht immer rot ist. Genau. Durchaus auch mal gelb sein kann. Oh. Viel Wein. Pinot Blanc. Oh. Mm. Mann, ich sehe hier nichts. Hm. Abgeschlossen. Hm. Warum hatte die Leiche keinen Schlüssel? Weil die Leiche nicht derjenige war, dem das gehört. Oh Mist. Mhm. Hier auch abgeschlossen? Nein. Nee. Aber... Hm, er sagt in der Nähe. Hier waren wir doch, waren wir nicht hier schon drin? Nee. Ja, nee, doch, hier waren wir. Das hier waren ist wir schon genau drin. Das. Hier waren wir drin, genau. Aber ja, vielleicht sollte ich mal hier die kann Leiter man die Treppe hochgehen? Gehen? Genau, nehmen wir sie doch mal. Mal gucken, was es hier unter dem Dach gibt. Kann man nicht lesen. Kann man nicht. Da, guck. Da ist was. Mhm. Das ist vermutlich der Hebel, ja, von dem die Rede auch war. Mhm. Genau. Aha. Das ist es. Da ist er. Ah, und hier ist das Tagebuch. Tja, das werden wir uns da wohl aber angucken müssen. Oh, lauter nette Sachen. Ja, wieder Grüngold. Dann lesen wir mal das Tagebuch. Genau, deswegen hasst er ihn ja, weil er ihm das Leben geschenkt hat. Es gibt solche Idioten, ne? Ja. Er will ihm nichts, er will nichts geschenkt haben. Oder wollte nichts geschenkt haben. Nicht mehr sein Leben. Genau. Das war eine schwere Demütigung. So ist es. So, jetzt muss ich erstmal wieder den richtigen Quest aktivieren. Nein. Warum verrutscht das denn immer? Weil das jetzt ein neuer Quest war. Das ist so blöd. Ja, Ritter zu Dienst. Ritter zu Dienst. Ja, ja. Ja, 10, ich finde es immer so blöd, das rutscht dann immer runter, dann versuchst du es, wenn du denkst, das war doch, ja. Man hat es ja irgendwo im Blick, in ja, etwa, wenn es wenigstens ja da bleiben würde, genau, an zweiter Stelle oder so. Genau. Aber nee. Okay, was ist das Nächste? Das ist das Nächste. Ja, ist nicht weit weg. Wir haben noch nicht erkundet den Ort, offensichtlich. Ha. Okay, und raus. Ah, Plötze steht da und wartet. Ist ja nicht weit. Hallo, Plötze. Oh. Ja, so ein kleiner Spazierritt. Ja. Ach, das hat ausgesehen wie Bienenstöcke. Was haben wir hier? Wieder so ein Monster, oder? Wo denn? Ja. Ach, hier. Riesentausendfüßler. Da gibt es arme Plötze. Da kommt genau. Hey. Ja, das ist ein schlimmes Ding.
wenn du sich versch... Da, komm da. Oh, oh, oh. Das sind halt zwei. Der andere ist da. Mann. Mann, die haben aber auch einen ordentlichen Bums drauf. Ja, die haben ordentlichen Bums drauf. Ja. Aber man kann sie doch vertragen auch nicht viel. Sieht ja aus, als könnte man sie im Kreis halten mit dem Erden. Mhm. Na, ich glaube, es steht ja auch Erden, ist eigentlich gegen die einzusetzen. Wahrscheinlich aus dem Grund. Ist ja merkwürdig. Was denn? Na, auf der Minimap ist hier noch eine eingezeichnet. Ja, bleibt es ja noch aber unterirdisch irgendwo da. Ne, ich habe doch beide erledigt. Ja, kommt auch zwei keiner Stück mehr. Mhm. Tja, ist Plätze, egal. Bleib auf der Brücke. Wirst du wohl. Ah, nee. Plätze mag's gefährlich, hä? Ja, ich würde sagen, ihr seid beide irgendwie, ich würde schon sagen, Leute, die es gefährlich mögen, aber Plötze ist ja kein Leut. Nee? Nein. Kannst du ja mal fragen oder sie. Guck mal. Ja, ha. Da ist auf jeden Fall ein Feind, ich glaub, und nicht ich nur einer. Ich sollte erst mal ein Wasser nehmen. Frecherei auf leeren Magen. Oh, Banditen. Person in Not. Sind ja wieder viele. Das sind ja Massen immer. Nee. Und da schießt er noch eine auf Mann. Denk an Gwen. Ja. Gwen. Wollte ich ja. Ging ja nicht. Ja, ist gar nicht so schlecht. Lass sie kommen. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Hast du auf zu schießen? Wirklich ganz schön. Muss ich aber anstrengen, dass du die alle. Fehler. Nein. Fehler. Aua. Ja. Fehler. Ah, er weicht mal wieder nicht aus. Hatte ich heute schon ein paar Mal, dass er sich weigert auszuweichen. Bei Major, Magie! Och Mann, Gerald, ich hau auf den linken und was macht er? Er haut auf den rechten mit der. Mit dem Schild. Schleimiger Haufen Bullen. Oh nein. Morden wir! Oh weia. Sind aber auch mächtig viele. Ja klar, schau mal, du blöder. Helfe ich gleich mit nein. Naja, kann sein, ja. Wollen wir nicht hoffen. Achso, das ist der Schütze. Oh, das war jetzt aber... Ja. Herr Alt, was machst du denn jetzt? Sind die alle tot? Das hat er verdient. Sind alle schon hin? Oh, ich sehe keinen mehr. Boah. Naja. So viele waren es eigentlich gar nicht, oder? Oh, da sind auch welche, du. Ich wusste das doch, da sind mehr. Da ja, sind noch das welche. Waren fünf oder sechs, aber da hinten sind noch mal... Das sind mindestens sechs gewesen. Hier. Und jetzt kommen noch welche, genau. Mund halten und kämpfen. Genau. Jawohl. Ja, kommt Brüder, mal ruhig. Töten wir! Morden wir! Ja. Genau. Sterben wir! So ist recht. Kommt doch. Mhm. Der Letzte will mich bestimmt umzingeln. Oh ja. Ach, Fläschchen, Flasche, Becher. Hexer, rette mich! Aha. Ja, Moment, da ist aber wir müssen noch aber einer. Noch gucken, ob muss erst mal brauchen wir nicht auch einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel gefunden? Aha, ist eine richtig große Höhle hier. Tja. Ich sehe ja keinen mehr, du noch?
Erstmal nicht, nö. Hast du schon einen Schlüssel gefunden? Nein. Gut, dann werden wir die ganzen Leichen alle angucken müssen. Mal ein bisschen Licht machen hier. Haben Sie aber eine schöne geräumige Höhle. Wir werden jetzt mal nach Schlüsseln durchsuchen müssen. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Wir wissen es ja, dass wir einen Schlüssel brauchen. Also, ja, aufnehmen. Was ist denn jetzt von wem? Färbemittel ist wohl in der Truhe. Gut, dann gucken wir uns die anderen an. Ja. Irgendeiner hat doch, es ja war wohl wirklich ein, echt eine Menge. Schlüssel dabei. Ja, irgendeiner, der hier wahrscheinlich nicht, der sieht nicht aus wie ein Anführer. Dabei, aber wer weiß, wo der seine Eingeweide verstreut hat. Zwirnkronen. Naja, es waren ja doch so einige. Ja, ja. Noch mehr Kronen. Gegrilltes Schweinefleisch, oder? So eine, na, zwei Stück, zwei Leichen gibt es nur. Naja, vielleicht sei auch in der Höhle, du. Die Höhle ist ziemlich groß. Da müssen wir nochmal gucken. Schon wirklich. Jetzt gucken wir uns auch die eine Leiche an. Ja, ich mache die jetzt auch leer, damit die weg sind. Ja. Das war der mit den Fläschchen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da ist noch eine Leiche. Genau. Da. Aber es scheint ein Opfer zu sein, oder? Oder wer ist das? Nö. Auch so ein Typ. Ja, dann kann es sein, dass es in der Höhle ist. Ich meine, groß ist die Höhle. Wir haben noch keinen gesehen, der aussieht wie ein Anführer. Tja, mein Gutster, du wirst noch ein bisschen warten müssen. Na gut, wir machen auf jeden Fall Schluss. Was ist denn das? Ach so, ja, der ist ja auch sowieso tot. Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal, ja? So, dann muss der arme Kerl aushalten. Ja, genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.